Und herzlich willkommen zurück, meine lieben Zuschauerinnen und Zuschauer, bei der nächsten Ausgabe von Bogen und Feuerrot Edition ihr 93. Wir sind auf der Zinnoberinsel angekommen und wie ihr seht, sind nicht wirklich viele Orte hier. Wir haben einen Supermarkt, einen Pokémon-Center, die Arena, das Pokémon-Haus und das Pokémon-Labor. Und ja, in die Arena können wir noch nicht, die ist nämlich verschlossen. Keine Ahnung, wie die Leute, die da drin sind, überhaupt reingekommen sind. Jetzt, wo ich darüber nachdenke, das ist wirklich abstrus. Wurden die das ganze Wochenende über dort festgehalten? Das ist ja sadistisch. Und ja, aber reden wir erstmal ein bisschen mit den wenig Leuten, die wir hier treffen. Hast du viele Freunde? Sich mit seinen nahen Freunden via Link aber treffen macht Spaß. Aber warst du schon im Connex Club? Wer weiß, vielleicht fließt du dort neue Freundschaften. Ich denke, ein Besuch im Connex Club ist seine Zeit wert. Ja, sicher, du. Ziemlich sehr persönliche Frage. Hast du viele Freunde oder bist du ein kleines, alleines Würstchen? Bah. Ich wollte die Arena der Zinnoberinsel besuchen, aber die Türen sind verschlossen. Es muss irgendwo einen Schlüssel geben. Vielleicht in dieser abgebrannten Villa? Der Freund des Arena-Leiters hat dort gewohnt. Wieso hat der einen Schlüssel? Und was ist dann mit dem Freund passiert? Ah nee, genau, das war ja, glaube ich, der Mr. Fuji hat dort, glaube ich, gewohnt, oder? Brichst du ihre Entwicklung ab, dann können deine Pokémon dennoch weitere Attacken lernen. Die weitere Entwicklung kann warten, bis sie neue Attacken gelernt haben. Ja. Entschuldigung. Das war so leuchtend, da ist erstmal hier ein bisschen Giftstoffe hier aus meinem Mund mir entfleucht, boah. So. Haben wir mit dir geredet, Navidchen, wie ist das Wetter hier? Forscher experimentieren in dem ausgebrannten Gebäude. Experimentieren, meinst du nicht experimentierten? Pokémon-Labor. Keine weitere Erklärung, ich nur. Wobei es sieht mehr aus wie eine Lunchbox. Hm? Wir erforschen hier Pokémon. Im Labor. Jetzt hör mir aber auf hier. Wir erstellen oft Gutachten über seltene Pokémon. Ja. Praktisch, ne? Und hier weiß ich, glaube ich, kann man auch mit sehr vielen Leuten tauschen. Zum Beispiel hier. Hallo, willst du dann Raichu nicht gegen einen Elektroball tauschen? Ganz ehrlich, ich kann leichter einen Elektroball kriegen als einen Raichu. Nein. Wenn du nicht magst, kann man nichts machen. Ganz ehrlich, wenn sie hier schon solche Tausche machen, dann sollen sie auch ein Pokémon... Sollen sie ein Pokémon wollen oder anbieten, was gleichermaßen... sag ich mal, selten ist. Ich habe auf dem Mondberg ein seltsames Fossil gefunden. Ich denke, es stammt von einem seltenen Urzeit-Pokémon. Du bist doch, glaube ich, der Typ, mit dem wir uns um die Fossilien... Ah, nee, warte, das war jemand anders. Besitzt du einen Blutzug? Willst du es gegen Tangela tauschen? Schade. Um genau zu sein, Tangela. Das ist im Grunde schon ein gutes Pokémon. Ich glaube... Der einzige andere Ort, wo ich Tangela finden kann, ist diese Grasfläche bei Alabastia, wo man nur mit Surfern kommt. Und wie es der Zufall will, ich habe in der Safari-Zone habe ich mir ein Omod gefangen, aber auch ein Blutzug. Das heißt, ich kann jetzt Blutzug tauschen und kann mir ein Tangela holen. Na, tolle Sache. Hatte ich das sogar so gut, hier ist Strawberry. Weil wenn ihr euch seine süßen kleinen Äuglein ansieht, sehen doch ein bisschen aus wie Erdbeeren, oder? Hier mit diesen kleinen... mit den Punkten. Mal sehen, was tausche ich ein? Weißt du was, Brainiac, du hast ja eine Pause für den Tun, dein großes Jan. Wo sind ihr eigentlich die... Das Rote bei der Erdbeere ist nur eine Scheinfrucht. Die eigentliche Frucht sind diese gelben Pünktchen. In der Tat. Könnt ihr nachschauen? Der Mr. Goggle? Ja, der würde... Ich hab's auch nicht geglaubt. Ich habe es auch nicht geglaubt, aber es ist in der Tat richtig. Unglaublich, ne? Besitzt du einen Blutzock? Willst du es tauschen? Jawohligen. Ah, hier haben wir es. Ein schönes kleines... Kümmere dich gut um Strawberry, okay? Sie ist lieb. Und sie mag genau Strawberries, Ich hab's noch nicht probiert, aber hey. Sie mag sicher Früchte. Sie ist ein kleines Käferchen. Ich glaube, das ist das erste Mal, dass man hier... Ah, nee, warte, genau. Ich hatte ja auch Habitat gegen Provenda getauscht, stimmt. Wird mir jetzt hier zwar hier nicht viel helfen, weil in der Arena werden wir auf Feuer-Pokémon treffen, aber hey. Tangela. Spaghetti. Oh, it's not spaghetti, it's spaghetti. Spaghetti auf Bayern ist it's food to go. Or for go. Vielen Dank. Wie geht es, Tangela? Mein Blutzug fühlt sich super. Wieso nennen sie es eigentlich Tangela und nicht Spaghetti? It's spaghetti. Was hast du denn für ein Item? Oh, Sternstaub. Nice Sache. Ich glaube, hier war es so gewesen, dass das Pokémon, was man getauscht bekommt, hat den gleichen Level wie das Pokémon, was man gibt. In späteren Editionen ist da, glaube ich, der Level dann... Kann der unterschiedlich sein, mal zu sehen. Chlorophyll, Giftpuder, Wachstumabsorber, Rankenhüben. Ne? Das hätte mir in der Arena von gegen Misty helfen können. Naja, ich behalte es einfach mal. Ich behalte es einfach mal bei mir. So. Wen haben wir hier nochmal Schönes? Tack, tack, tack.
Ich kann einem Pokémon eine tolle Attacke beibringen. Die Attacke heißt Metronom. Könnte sie dir gefallen? Kann nur einmal erlernt werden. Wer könnte sie denn erlernen? Big Mac kann Metronom erlernen? Wie will er denn mit den Fingern in seinen Handschuhen hier tippen? Nein, danke. Ich sage dir, es macht viel Spaß. Ja, ist aber auch immer Zufall, ne? Was ist das nochmal? Eine Bernsteinpfeife, oder? Eine Pfeife aus Bernstein. Ha! 100 Punkte für den Joe. Evolo kann sich zu einem von drei verschiedenen Pokémon entwickeln. Ja, hier, in der Generation. Das sind jetzt schon insgesamt, Moment. Ich glaube schon 8 verschiedene Entwicklungen. Also mit der 6. Generation. Hui. Ich suche nach Ponita. Tauschschuss gegen Europe? Nein. Oh je, wenn das so ist. Ponita kann man hier im Pokémon-Haus finden, oder? Hallo, ich leite hier die Forschung. Wir erforschen Fossilien von Urzeit-Pokémon. Hast du ein Fossil für mich? Jo, das Domfossil. Oh, das ist ein Domfossil. Es ist ein Fossil von Kabuto, einem schon lange ausgestorbenen Pokémon. Dank modernster Technik können wir Pokémon aus Fossilien wieder beleben. Tolle Sache. Gib es schnell her, damit ich fortfahren kann. Es wird einige Zeit dauern. Komm einfach später wieder vorbei. Einige Zeit wird es dauern. Eigentlich kann ich hier Spaghetti wieder ablegen, weil er wird mir Kabuto, glaube ich, erst geben, wenn ich einen freien Platz habe. Okay, einmal abgelegt. Lass mich vorbei, bitte, dankeschön. So, ich habe nämlich gestern schon was mit Nudeln gehabt. Hier lecker Ravioli, zählt es? Nee, das sind Teigtaschen. Zählt das, hat Nudeln? Wahrscheinlich nicht, nein. Es wird lange Zeit dauern. Moment, ich habe was vergessen. Wann soll ich wieder zurückkommen, hä? Wo warst du? Wir haben dein Fossil wiederbelebt. Es wird eine Zeit lang dauern. Wo warst du bitte? Ich warte hier eine halbe Ewigkeit. Ein Kabuto, ganz wie ich es vermutet habe. Willst du dem Kabuto einen Spitznamen geben? Jawohl, Igen. Ich weiß auch schon, welchen Namen. Es kam aus der Totenwelt. Und es kriegt später sicher Namen. Da habe ich doch hier einen schönen Namen. Mal sehen. Jupp. Der wird den anderen Pokémon hier Schrecken geben. Wunderbar. War es das gewesen? Hallo, ich leite die Forschung. Ah genau, stimmt. Ich könnte einen Albertstein in dem Museum von Marmoria City kriegen und konnte mir eine Aerodactyl holen. Wäre auch ein cooles Pokémon. Repower Level 5. Über die beiden... Ich mag irgendwie mehr Kabutops und Kabuto, weil... Wie gesagt, ich bin ein Fan von Sensen und weil Kabutops ja im Grunde hier der Schnitter der Urzeit ist. Ist es halt mein Favorit. Mal sehen, Level 30 entwickelt es sich. Mal sehen. Moment. Okay, ich habe hier Piranha abgelegt. Das brauche ich erstmal nicht. Welches Pokémon würde ich mitnehmen? Welches könnte mir nochmal helfen? Eigentlich Papyrus hier gegen... Ja, eigentlich schon hier gegen Boden... Gegen Feuer-Pokémon ausgetauscht. Schupp. Und dann meine anderen Pokémon, ja... Lapis kann mir auf jeden Fall dann in der Arena helfen und die anderen Pokémon sind jetzt, sage ich mal, haben keinen Vorteil, aber auch keinen Nachteil. Daher gehe ich erstmal mit diesem Team dann ins Pokémon-Haus. Ob ich das in einem Part mache? Ich kenne ja den Weg. Naja, mal schauen, was der Part hier noch bereitet, was die Zeit sagt. So, mit den Leuten hier muss ich gar nicht reden. Die sagen mir einfach nur hier Hinweise über Angebote, aber hey, ab ins Pokémon-Haus. So. Wenn hier ein Unfall stattgefunden hat, wieso kann man das dann eigentlich frei betreten? Ist hier nicht eigentlich noch eine Gefahr? Dass irgendwie was passieren kann? Ach, wie nice ist das denn? Das erste Pokémon ist es ein Vulcano. Oh! Komm. Ich weiß, ich hatte dich schon mal, aber dennoch. Ich versuche dich zu fangen. Zack. Und einmal klonen. Okay, einmal. Giftstachel kannst du noch aushalten. Zack. Großer Stachel, kleiner Stachel. Ja, riechst du schon? Riechst du dann? Merkt ihr den Geruch? Ich bin nämlich dein neues Herrchen. Mal sehen. Nehmen wir ein Pokéball, probieren wir es einfach mal. Weil ich habe mal einen Bericht gelesen, es kommt nicht immer nur darauf an, das Pokémon zu schwächen, sondern... Worauf kommt es genau an? Keine Ahnung, ich habe es nicht gelesen, aber guckt. Level 30, gelber Bereich und ein Pokéball. Ganz einfach. Vulcano, das Hund-Pokémon. Es ist sehr freundlich und bleibt den Menschen treu. Durch Bellen und Beißen versucht es, Gegner zu verscheuchen. Ein Spitznamen geben? Jawohl, Igen. Ich glaube, manche Pokémon werde ich einfach den gleichen Namen über die Edition hinausgeben. Also, willkommen zurück im Team. Es ist sogar ein Männchen. Willkommen zurück, K9. Da-da-da! So, was gibt's denn hier noch zu fangen? Ich glaube, Smogon?
Konita. In einem Bereich weiß ich, gibt's Ditto. Radfratz gibt's auch. Und Radikal, ja. Ich Radikal hier. Radikal. Und dich kann ich besiegen. So kriegt nämlich Spike auch ein bisschen hier Training. Es gibt ja auch, ich kann hier auch auf Trainer treffen, halt meistens dann Diebe, die schauen, ob sie hier noch irgendwas rausholen können. Kabuschke hier. Aha. So, mit dem App-Teiler sollte es ein bisschen schneller gehen. Ein bisschen schneller. Fluchtsaal, perfekt. Ich glaube, ich werde aber doch Top-Schutz nehmen, zumindest bis ich bei dem Punkt bin. Vielleicht werde ich hier dann später dann nochmal Pokémon fangen. Aber das waren, glaube ich, so die Pokémon, die ich hier fangen kann. Moment, Top-Schutz. So, okay. Ich weiß, ich muss Schalter finden, aber ich kann hier auch, glaube ich, Tagebücher finden, oder? War hier schon eins? Alles verschlossen, okay. Wissenschaftler gibt es ja auch, stimmt. Was erforschen Sie hier bitte noch? Ist doch alles zerstört. Was können Sie hier noch bitte nutzen? Keine Ahnung. Was ich cool finde, in den ersten Editionen gab es hier die normalen Pokémon-Statuen, wie man sie in der Arena sieht. Aber hier, ein versteckter Schalter. Schalter drücken? Wer würde es nicht tun? Hier haben sie das Pokémon, hier haben sie die Statue angefasst, denn hier haben sie nämlich Mewtwo, also es wird glaube ich gesagt, oder nee, wird ja auch in den Tagebüchern beschrieben, hier wurde Mewtwo erschaffen und deshalb auch die Mewtwo-Statuen. Na, du bist doch ein Dieb. Oh, du hast mich überrascht. Ich dachte, du wärst ein Geist. Ein Geist, also Gastgeist. Du läufst einfach hier rum. Ja. Also doch kein Dieb, das ist ein normaler Junge. Was macht der Teenager hier in einem Brandhaus? Welche Eltern lassen seine Kinder... Zu wem gehört das Kind überhaupt? Zu viele Fragen, zu wenig Antworten. Keine Logik hier. Ein bisschen Logik darf man doch sich doch wünschen, oder? Zumindest ein bisschen. Hm? Weil Kinder die einfach rumstreuen. Vielleicht sucht der Schorch hier seine Susi. Oh Mann, okay. Gibt's noch irgendwas, was ich erzählen kann? Keine Ahnung. Irgendwie bin ich jetzt. Habe ich wieder so einen meiner Tage. Ja, ich bin ein Mann und dennoch habe ich meine Tage. Ja, wollte ich gern. Da bin ich einfach, es ist, ich bin einfach gemütlich, total gemütlich. Im Moment habe ich nämlich noch meine Sommerferien und es geht schon langsam wieder hin, so sind die, meine letzten Sommerferientage und ich muss mich dann wieder umgewöhnen hier. Früh aufstehen, früh ins Bett gehen, das mache ich ja ungern. Irgendwie keine Ahnung warum, viele Tage habe ich es nämlich so gemacht, jetzt habe ich wieder ein Gesprächsthema, yes. Dass ich bis in die Nacht hinein einfach Sachen gemacht habe, die ich eigentlich auch über den Tag mache, keine Ahnung, weil... Anscheinend tue ich Schlaf irgendwie nicht so wichtig sehen, aber dennoch merke ich dann, wie müde bin ich bin und irgendwie auch ein bisschen kraftlos. Und deshalb, Schlaf ist wichtig. Schlaf tut die Batterien wieder auf, wenn man über den Tag lädt, aber wenn man halt länger wach... ich kann nicht gewinnen. Mit der Einstellung sicher nicht, aber wenn man länger wach bleibt, als man halt schläft, dann ist man dann im Ungleichgewicht. Davon hatte ich ja im letzten Part hier Gleichgewicht. Ich habe das Gebiet hier auf eigene Faust erforscht, aber es ist so gruselig. Ich muss bald weg. Ja, tu das mal. Geh zu Mama, die wartet sicher schon mit dem Abendessen auf dich. Oh, Protein. Das hat sich gut gehalten, ne? So, kann ich hier weiter? Hat sich hier die Tür geöffnet? Nein, hat sich nicht. Wo geht's denn? Achso, stimmt, ich kann hier die Treppe hochgehen. Stimmt. Okay, diese Ebene haben wir schon mal erforscht. Gut. So, dich schalte ich mal aus. Schutz wirkt nicht mehr. Was ich cool finde in den späteren Spielen, fragt das Spiel, willst du Schutz weiter einsetzen? Hier muss ich immer wieder reingehen. Versteckter Schalter, Schalter drücken. Wer würde es nicht tun? Vielleicht ein Idiot, denn ich möchte, dass hier alles um die Ohren fliegt. Ich finde keinen Weg nach draußen. Da rennst du Irrgarten. Das nennst du einen Irrgarten? Da drüben ist die Treppe. Geh die Treppe runter. Ich meine, du bist, auch wenn du ein Dieb bist, das ist ein abgebranntes Gebäude, es ist verlassen, es wurde verlassen. Ganz einfach, es wurde verlassen. Also ich glaube nicht, dass sich hier die Leute wirklich noch um die Sachen scheren, die sie hier vergessen haben, weil sie auch denken, sie sind jetzt verbrannt. Also du brauchst hier nicht wirklich hier rumschleichen. Nimm einfach die Treppe. Geh einfach die Haupttür raus, die komischerweise offen ist. Meine Fresse, hier ist echt, ich könnte dem noch hier noch Tipps geben, meine Fresse, so. Zack. Und zack. Schön zweimal auf die Augen drauf gedrückt. Oh, okay, du kommst jetzt auch mit Flammenwurf. Hey, okay, Spike, das kannst du überstehen, danke. Quatschuki. Ob ich Spike wirklich noch stärker bringe oder eine andere Attacke, das überlege ich mir noch. Oh nein, meine Beute. Welche Beute?
Ach, er meint wahrscheinlich das Geld, weil... Ich glaube, der meint das Geld. Weil 2.992 ist ziemlich viel Preisgeld für einen normalen Trainer. Die Türen kannst du mit jetzt Schalter schließen oder öffnen. Wenn du es weißt, wieso nutzt du es da nicht für deinen Vorteil? Ich glaube, das ist mir nie aufgefallen, wie viel Geld man kriegt, wenn man einen Dieb besiegt. Ah. Interessant. So wie Diebe mehr Geld haben, haben Schwimmer weniger Geld, weil sie ja keine Taschen haben. Ja, das ist ja... schönes Detail. Schönes Detail. Wunderbar, das gefällt mir. Da haben wir schon eines der Tagebücher. Ich versuche, ob ich vielleicht jedes finden kann. Was war das gerade für ein Sound? Okay, da haben wir auch ein Tagebuch. Ich glaube, die sind alle hier unterschiedlich verteilt. Also es wird nicht... Ja, Tagebuch 5. Juli. Der Dschungel im Niemandsland. Aber doch, ich glaube, das ist der erste Eindruck. Wir haben tief im Dschungel ein völlig neues Pokémon gefunden. Naja, es ist nicht wirklich neu. Er hat ja existiert oder es existiert. Sondern es war halt unentdeckt. Das heißt aber nicht, dass es komplett neu ist. Im Prinzip ist es doch so, nur weil man es jetzt noch nicht entdeckt hat, heißt es nicht, dass es komplett neu ist. Wo gehe ich lang? Gehe ich erstmal hier lang. Und haben wir hier noch was? Ah, nächster Schutz. Zum Glück habe ich mir genug gekauft. So. Und Eisen. Ziemlich vielen. Was sind das eigentlich? Vitamine oder als was tut man das einstufen? Leider trocken. Wer wird das nicht tun? Jemand, der nicht weitergehen möchte. Zah. So, ich muss da, glaube ich, vorbei, weil woanders würde ich an Stellen herunterfallen, wo ich nichts wirklich finden kann. Mein Mentor lebte einst hier. Dann sag mir nicht, dass er verstorben ist und du suchst seinen Geist auf. Du brauchst Rat. Ist das irgendwie so eine Jedi-Ritter-Sache? Mit Spike habe ich wirklich gute Karten hier. Also ich habe bei Spike Mike allgemein bei den Nidoran Entwicklungsreihen, sie können wirklich unterschiedlichste Attacken lernen, von unterschiedlichen Typen. So, gleich noch, das müsste vielleicht ein neuer Level sein. Ach, fast. Magneton, dadurch mal lieber wechseln. Sicher ist sicher. So, Big Mac, warst ein bisschen eingerostet, ne, hier in der Box. Jetzt kannst du mal wieder hier die Füße schwingen. Pass mal auf, hier gen Himmel wieder geschickt. Wow, Schubi! Badabadab. So, wunderbar. So. Was kommt als nächstes? Nochmal ein kleines... Oh, okay, Level 41. Wunderbar. Was kommt jetzt? Volteball. So, Papyrus, da darfst du auch jetzt nochmal ein bisschen hier... ein bisschen aufwärmen hier. Für den Arena-Kampf, ne? Hey, falls es euch komisch vorkommt, das war auch so, wenn ich privat Pokémon spiele, das ist wirklich... Ich freue mich mit Pokémon an. Jeder hat halt seine Lieblinge und dann hat man eine besondere Verbindung. Ach komm, daneben, komm schon. Kannst du besser... Ach stimmt, warum habe ich jetzt... Ich habe ihm einen Druckschlag beigebracht, das ist nämlich sehr gut zum Pokémon fangen. Aber warum habe ich das jetzt ausgewählt? Zack. Naja, komm, jetzt Knochenkeule. Der denkt wohl auch, er ist ein Transformer, weil er hier Rollout einsetzt. Heißt er mir schon so? Zack. Genau zwischen die Augen. So. Wow, unglaublich. Ja, der Name ist mir gerade aufgefallen, Karel. Ist das nicht eine Automarke? Du kommst nicht weiter? Spring einfach da drüben runter. Ja, sicher. Beende es. Ja, tu uns allen einen Gefallen und beende dein Leben. Na, danke schön, sehr freundlich. Ich glaube, das ist die Sache bei diesen Pokémon-Spielen. Ich reagiere mehr drauf, als dass ich hier Sachen erzähle. Okay, ich glaube, ich muss schon hier hin, weil ich... Hier hat es ja bewacht. Okay, ich glaube, ich bin... Wo bin ich denn? Achso, hier bin ich jetzt gelandet, okay. Gut, dann... gehe ich mal über die andere Brücke. Wieso sage ich jetzt wieder Brücke zur Treppe? Das ist meine Schwäche hier. Tagebuch, 6. Februar. Mew hat ein Junges geboren. Wir haben es Mewtwo genannt. Ja, sicher. Ihr habt ein Mew, ein geschlechtsloses Pokémon, befruchtet? Nein, ihr habt es geklont. Das ist nicht wirklich ein Junges, oder? Dieses Gebiet hier ist riesig. Es ist ein großes Gebäude. Ja, in der Tat. Da gebe ich dir recht. Hast du da einen, trägst du eigentlich den Maske oder ist es ein 3-Tage-Bart? Ach, Vulnona. Ach. Ein wunderbares, ein sehr schönes Pokémon. Schaut euch hier dieses gelbe Fell an und die roten Augen im Kontrast. Nice Sache. Wupp.
Eleganz und Stärke in einem Körper. Dann wirst du vergiftet und willst endlich verenden. Na, das ist ja ein Ende hier von der Göttin. Ja, schon im Fieber waren hier, zittert und alles. Und da kommt schon der Schaum aus dem Mund. Vielleicht ist aber auch nur Dornwut. Oder hat es eine Wasserattacke gelernt? Ja, stell dir vor, ein Vulnona hier, Tollwut und der Trainer denkt, boah, ist halt naiv. Oh, es hat eine Wasserattacke gelernt, es kann Plubber einsetzen. Tschüss. Arrivederci. Und du stehst immer noch da. Ich frag mich, wo mein Partner wohl sein mag. Wo mein Partner wohl sein mag? Der war eine Etage weiter unten. Okay, wie komme ich jetzt da weiter? Wahrscheinlich muss ich über das andere Loch springen. So, bald kommt die Entwicklung. Wie gesagt, ich wollte dann... Ich habe nämlich geschaut und es müsste dann klappen, wenn ich dann... Spike dann auf Level 42 entwickle. Okay, ich muss nochmal den Schalter drücken. So, versteckter Schalter drücken, wunderbar, wer will das nicht tun? Lieber nicht. Ja, lieber nicht, wer würde das nicht tun oder lieber nicht. Man muss natürlich einen richtig einschätzen, ne? Okay, hier will ich so nicht vorbeikommen, also muss ich den Schalter drücken. Wenn ich das tue, komme ich unten nicht weiter, weil da gab es ja nur einen Weg, oder? Okay, einmal, dann springe ich mal hier runter. Geronimo! Yep. Oh, dann ende ich ja doch wohl ganz anders. Warte. Ich glaube, das ist einer der wenigen Orte, wo es eine wirklich eigene Musik hat. Abgesehen des und des... Ah, Moment, das ist die Hintertür. Da will ich nicht durch. Oder? Ich glaube, das war die Hintertür. Da komme ich dann einfach nur wieder draußen raus und das will ich nicht. Ich möchte jetzt mal hier runter. Ich muss hier den Schlüssel für die Arena... Ja, genau, hier bin ich richtig. Ich will ja den Schlüssel finden. Für die Arena. Hallo schon, mein Freund. Wo bin ich hier gelandet? Dort, wo dich deine Füße und dein Gehirn hingetragen haben. Also, du bist hier nicht wirklich runtergefallen. Na gut, wahrscheinlich bist du doch durchs Loch gefallen, um hier hinzukommen, aber... Dein Weg, du hast dich hierher begeben. Also, schieb die Schuld nicht wieder auf andere, ja? Oder wolltest du es nicht, bin ich wieder zu fahrlich? Kann auch wieder sein. Okay. Komm, Spike, das hältst du aus. Deine Entwicklung steht kurz davor. Du musst für diesen Erfolg arbeiten. Komm schon, zeig, was in dir steckt. Naja, du hättest mich nochmal angreifen können, du wolltest mich aber nochmal schnuppern, ne? Ja, willst du mich kennenlernen, ja? Ja, wie wär's, wenn wir unsere Fäuste gegeneinander hauen? Da kann man auch jemand anderen kennenlernen, hm? Lass die Fäuste sprechen! Nita, einmal wechseln. Spike kriegt er so oder so hier dann Erfahrungspunkt. Okay, Dynamo. Zwei schnelle Pokémon gegeneinander, wer ist schneller? Ja. Zwischen den Flammen oder der flackernde Blitz. Hm? Pass mal auf, jetzt kommt's. Verfritze. Warte. Also ich mich immer noch frage, warum haben diese Angriffe Donner im Namen? Beziehungsweise warum heißt die stärkste Attacke Donner? Donner ist das Geräusch. Das ist nur der Blitz. Ja, Quatsch. Weil Blitz ist aber dann auch schon wieder eine andere Attacke. Hätten sie die Namen mal anders verteilt, dann würde es vielleicht mehr Sinn machen. Tagebuch, 1. September. Mewtwo wird immer stärker. Wir konnten die unkontrollierten Wutausbrüche nicht eindämmen. Wutausbrüche, also etwas hat Wut ausgelöst. Vielleicht solltet ihr herausfinden, was ist der Auslöser der Wut und solltet das vermeiden? Daran schon mal gedacht? Vielleicht nicht, anscheinend nicht. Also ich sollte Spike heilen, weil da sind, glaube ich, noch Trainer in der Nähe. So, wunderbar. Komm schon, das werde ich ja doch noch loswerden, oder? Mit der Entwicklung. Hier wäre der ideale Platz für ein Labor. Versuchst du lustig zu sein? Das wäre der ideale Platz für ein Labor. Hier war ein Labor und das ist niedergebrannt. Natürlich ist es ideal. Hier war schon mal eins gewesen, du Dölpel, du. Und so was? Du nennst dich Professor, wo du nicht weißt, dass das hier ein Labor war? Außerdem draußen ist ja ein Labor. Pah. Weshalb denkst du, haben die das da draußen hingesetzt? Weil hier das hier abgebrannt ist. Meine Fresse. Und deshalb haben sie es auch kleiner gebaut. Dass wenn da jetzt irgendwo was stattfindet, dann irgendwie so irgendwie eine Sicherung ist durchgebrannt, dass sie schnell dorthin können, um das Feuer zu löschen. Das ist wahrscheinlich der Grund. Es war einfach zu groß, man konnte das Feuer nicht löschen. Doch, es gab ein Feuer, aber das Feuer. Der Auslöser war ja, weil Mewtwo abgehauen ist. Aber dennoch, das. Ja, da habe ich jetzt falsch gedacht.
Es war abgehauen, Feuer war ausgebrochen, Chaos, Tod und Verderben und das konnten sie halt nicht unter die Kontrolle kriegen. Ja. Traurig, traurig, aber wahr. So, und mein lieber Angelo, was habe ich noch falsch gemacht? Wo soll ich nur anfangen? Hier gefällt es mir. Man kann prima forschen. Was willst du hier forschen? Hier sind nur kaputte Sachen. Was willst du hier machen? Blizzard. Wunderbar. Haha. Könnte das sein, dass meine Pokémon lernen? Lapis könnte das erlernen, aber ich habe ihm ja schon Eisstrahl gegeben. Wirklich, für die Pokémon-Liga muss ich mir gut überlegen, welche Attacken ich den Pokémon beibringe. Poraniac will hier auch noch was anderes beibringen. Was haben wir hier? Das war der... Der Fragezeichenöffner. Okay. Ist aber der Türöffner für die Arena. Und Solarstrahl. Solarstrahl. Nee, ich habe mir überlegt, ob ich vielleicht Brainiac Hyperstrahl beibringe. Aber dann würde es eine Attacke aussetzen. Aber dann hätte es Genesung, mit dem es sich selber heilen könnte. Wäre eigentlich gar nicht mal schlecht. Ich weiß, hier gibt es Ditto. Und da gibt es ja die Theorie Ditto, weil Ditto findet man hier. Nur im Pokémon-Haus. Es, seine normale Form und seine Shiny-Form haben Übereinstimmungen wie Mew und Mew und Ditto sind die einzigen Pokémon, die von Natur aus Wandel erlernen können. Deshalb, es gibt die Theorie, dass Ditto fehlgeschlagene Klonversuche von Mew sind. Sie haben versucht, Mew zu klonen, diese sind nicht hingehauen und daraus wurden Dittos. Und als es dann geklappt hat, dann entstand Mewtwo draus und ganz ehrlich, ich glaube bisher gab es keine Bestätigung, aber es würde definitiv Sinn machen. Es passt einfach alles zu gut. Ich glaube, ihre Werte sind auch ähnlich. Glaube ich zumindest. Und 42. Wunderbar. Und jetzt kommt's. Jetzt kommt's endlich. Das Pokémon, was ich schon so lange hatte. Die Entwicklung steht jetzt endlich an. Aber ich habe einfach auf den richtigen Moment gewartet. Einfach auf den richtigen Moment. Wo haben wir ihn? Den schönen, schönen Mondstein. Da. So, Spike. Bitteschön, du hast es dir verdient. Ja, das kannst du zeigen, was in dir steckt. Mit mehr Stacheln, mehr Kraft und mehr Durchschlagskraft. Aha. Oh yeah, Baby. Und außerdem, ich wollte unbedingt mal ein Nidoking in einem Pokémon-Spiel so richtig einsetzen, halt auch in Kämpfen. Und ich finde einfach, Nidoking sieht echt cool aus. Okay, und ich glaube, jetzt, wenn ich ihm einmal an so einen Bonbon gebe, sollte es eine bestimmte Attacke erlernen? Jawohl, Vielender. Eine sehr starke Attacke. Eine sehr starke Käferattacke. Zwar nicht eine geringe Genauigkeit, aber 120 Schaden. Brutaler Rammangriff mit spitzen, beeindruckendem Horn. Jawohl, gehen. Anstatt Giftstachel, gut. Dann habe ich mir noch überlegt, ich werde ihm Steinhagel beibringen. Dann heißt es nämlich was gegen Flug-Pokémon. Erdbeben, das kriege ich ja in der Pokémon-Arena von Britannia City. So, jetzt kann ich mal tauschen. Mal sehen, wen nehme ich? Dynamo, du kannst mir helfen. In dem Moment, wenn ich einen Pokémon fangen will, dann nehme ich noch am besten Papyrus. Mit seinem Trugschlag. Jawohl, denn. Ja, warte. Und dann überlege ich mir noch, wie gesagt, Stärke wäre gut. Nochmal eine direkte Attacke. Und wenn ich schaue mal gerade... Spike hat, denke ich, gute Angriffswerte, oder? Ah, na super, jetzt habe ich es ausgewechselt. Alter, schaut euch diese Pose an, dieser Rücken. Ja, Stachel beschwickt. Man möchte es drücken, aber man weiß, ei, das wäre sehr schmerzhaft. Und wie sind seine Werte? Giftboden, 104 Angriff. Puh. Ja, Spezialangriff, nicht so gut, aber echt, dafür, dass es so stark ist und auch gute Verteidigung hat, ist es ziemlich schnell. Okay, mal sehen. Zeigen wir doch gleich mal Vielender. Pum! Da kommt der Attacke, aber nicht sehr effektiv, oder? Aber dennoch fast besiegt. Okay, einmal hier Kraft bewiesen. So, lassen wir dich wieder gehen. Ein angeschlagenes Vulcano lassen wir zurück. Ob es den nächsten Tag noch erleben wird, wer weiß das schon. Okay, ich schalte wieder drücken. Ich weiß genau, hier gibt es Ditto. Ich würde das eigentlich noch fangen, bevor ich rausgehe. Komm schon. Komm schon. Komm schon, meine magischen Wörter, lass ein Ditto erscheinen! Naja, fast. Größentechnisch und die Farbe ein bisschen heller, dann wäre es ein Ditto. Und wenn man ihm jegliche Form nehmen würde. Komm schon, lass das Ditto erscheinen. Echt, die ganzen Vulkanos hier. Würde ich Ditto eigentlich einsetzen?
Ich habe mir überlegt, ob ich vielleicht den Soul Silver mir ein Ditto fürs Team hole, weil Ditto ist halt so ein, wo man seine Stärke ist halt wirklich Transformation und es verwandelt sich ja immer nur. Achso, ich muss den halt an den Schalter drücken, damit ich herauskomme, genau. Oder? Ich glaube schon. Und es hat dann die gleichen Attacken, es hat weniger Attacken und seine Werte verändern sich nicht. Deshalb hat es wahrscheinlich später, ich glaube ab der siebten, ich glaube, nee, ab der sechsten Generation, glaube ich, hat es die, gibt es ein, gibt, kann Ditto eine versteckte Fähigkeit haben, die nennt sich, ich glaube, Imitator oder so ähnlich, nee, das ist eine Attacke. Irgendeine Fähigkeit, wodurch es sich verwandelt, ohne ja die Attacke einzusetzen und es kopiert sogar die Werte. Na gut, jetzt bin ich doch rausgegangen, weil, na, hab jetzt doch keine Lust, Ditto zu suchen. Ein Schmoggon. Versuche ich dich zu fangen. Na komm, ich wollte noch ein Pokémon fangen. Versuchen wir es mal. Okay, ich merke schon, du hast keinen Bock. Alles klar, ist auch recht. Ist auch recht. So, einmal raus hier, durch die Hintertür, kein... Und ja, durch die Hintertür kommen wir durch das Haupttor wieder raus. Alles klar, keine Ahnung, wie das möglich ist. Ja gut, jawohl, denn... Also, im Grunde haben wir jetzt alles schon gesehen. Was jetzt nur noch fehlt, ist die Zinnoberinsel, unser vorletzter Ort. Also, nicht die Zinnoberinsel Arena. Aber das, meine Damen und Herren, ist in der nächsten Ausgabe von Pokémon Feuerrot. Ich hoffe, Ihnen hat diese Ausgabe gefallen. Wenn ja, lassen Sie es mich bitte wissen. Und bis dann, ihr 93 Jovo. I love to entertain you. Tschüss and goodbye.